Wenn man sie langweilen will, fragt man sie am besten, warum bist du als Frau Autorennfahrerin geworden? Ich frage sie natürlich trotzdem, weil es mich interessiert. Simona de Silvestro, heute bei Menschrohr. Und da ist sie jetzt in meiner Stube quasi. Simona, hoi. Hallo. Herzlich willkommen. Danke. Hast du gesehen, dass ich in meiner Stube lauter Bilder von dir aufgestellt habe? Ich finde das ziemlich schön, ja. Sie sind ein bisschen beängstigend, ein bisschen, so eine Fans haben. Das kommt dann fast jetzt nach, oder nicht? Ein bisschen strange, aber ist okay. Hast du so Fans? Weißt du, so richtige Stalker, die sagen, hey, meine Wand ist voll mit Simona-Bildern und so? Weiss ich nicht, aber es hat schon doch ein paar Geschichten gehabt, vor allem in Amerika, die doch ein bisschen creepy gewesen sind. Erzähl mal, was sind das für Geschichten? Ja, eben, dass schon ein bisschen so jemand mir immer Sachen geschickt hat. Also am Rennteam. Also Sachen? Also eben einfach Fotos und so und auch Briefe, also ganz interessante Briefe. So kannst du erzählen, was für interessante Briefe ja, das sind? Ja, also ein bisschen, fast ein bisschen creepy, würde ich sagen. Also ja. Creepy, der hat etwas von dir, genau, ganz konkret. Genau. Oh, das ist verliebt sie dich. Ist ein bisschen, ja. Und dann habe ich den mal gesehen und der hat das Velo gehabt mit überall Simona-Stickers und what? 78, weil das meine Nummer war in Indica. Also, ja, ist noch interessant, aber eben. Was hast du gemacht? Das kommt dir ein nach. Wenn dann plötzlich weißt, da ist irgendwo unter den Menschen, die mir zuschauen, einer, der, glaube ich, extrem Fan ist, oder? Ja, also ich habe dann das irgendwie schon also ich hatte ein gutes Team um mich eigentlich gehabt und das hat, also probiert das ein bisschen zu abduschen und dann im Nachhinein haben sie mir das dann all diese Sachen ein bisschen erzählt und ich dann im Moment dort mal gar noch nicht so gewusst habe und dann hat sich das eigentlich aber ziemlich schnell wieder ein bisschen beruhigt, ja. So eine Direktbegegnung jetzt? Nein, ist noch nie, nicht wirklich. Aber sag mir jetzt gleich noch schnell, was ist ein interessanter Brief? Also ich habe also einfach ein kleines Story, wo einfach immer auch angerufen, so, also im Rennshop, wo ich dort mal gefahren bin, jemand, der immer angerufen hat. Ja, genau. Ja, das kommt dem schon ein bisschen nach. Aber hast du, weißt du, jetzt so einen Schummi, wo man ja jetzt nicht wissen, wie es im Garten hat, ja unendlich viele Fans gehabt. Das sind dann aber Männer, die Fans sind. Wer sind denn deine Fans normalerweise? Sind das einfach Männer oder sind das dann Frauen, die Fans für dich und sagen, hey, du bist ein Vorbild für uns? Ja, es ist so ein bisschen ein Mix. Also klar, ich glaube, ziemlich viele Männer, weil Rennsport ist ja eigentlich schon ein bisschen eine Männersportart, würde ich sagen. Und das bin ich auch ein bisschen, hoffen wir, ein bisschen am Ende. Aber es gibt viele junge Mädchen, also, die auch sehen, dass ich Rennfahrer bin und das eigentlich mega cool finden. Und eben, also, als ich jung war, habe ich nie wirklich gedacht, eben, Rennsport könnte ich nicht machen oder so. Und dass sich das eben so ändert, eben, dass junge Mädchen so als Fan und so auch ein bisschen meine Karriere verfolgen, ist irgendwie eigentlich schon cool. Ja. Du bist ein Vorbild für dich, natürlich jetzt quasi ein Idol, oder? Und du selber hast ja wahrscheinlich wenig Role Models gehabt, wenig Frauen, die kann aufschauen und sagen, genau so will ich werden wie die. Ja, genau. Also eben, das Role Model, also das merke ich jetzt auch ein bisschen, weil ich auch ein bisschen älter bin. Also früher habe ich das auch nie wirklich daran gedacht, dass ich eben das Role Model, so ein bisschen Trailblazer in dieser Sache. Trailblazer. Ja, jemand, der das, also eben, weil es nicht so viele Frauen hat, wo, also wenn ich so in meiner Kategorie meistens, wo ich gefahren bin, immer die einzige Frau gewesen bin, aber das habe ich eigentlich nie so, also in mir, so, ich kann denken, ich bin Rennfahrer und okay, ich bin eine Frau, ist halt so, aber jetzt merke ich schon, also eben, vor allem wenn junge Mädchen an der Rennstrecke kommen und sagen, oh, ich will wie du sein und Rennfahrer, das ist schon noch cool. Ja, das ist schon noch cool. Und ja. Wie jung sind die Mädchen? Ja, schon jung, also es gibt vor allem also, so 5-Jährige bis 15-Jährige und so, also das ist schon noch cool, ja. Und eben, das Coole ist, die jungen Mädchen, die haben jetzt ein Vorbild, die haben jemanden, was dafür schwärmen und sagen, oh, so will ich auch mal werden, wie sie da. Du hast das nicht gehabt. Und ich habe vorher gesagt, wenn man dich langweilen will, fragt man, warum bist du Autorennfahrerin geworden? Ich stelle jetzt die langweilige Frage trotzdem. Warum bist du um Himmels Willen Autorennfahrerin geworden? Warum? Also, ich glaube, ich bin einfach, also, ich bin um Auto aufgewachsen. Mein Vater hat eine Autogarage in Nyon. Und er ist immer eigentlich, hat Formel 1 mega cool gefunden. So weiss ich noch, dass ich als Baby wirklich immer Formel 1 mit ihm eigentlich geschaut haben. Als Baby? Als Baby, ja. Er sagt immer, dass ich nur ruhig war als Baby, das, wo aber Formel 1... Grüsch, genau, das Grüsch, genau. Oh, das hat mich genervt. Mein Vater hat immer Autorennen geschaut und ich bin voll ehrlich, das sind für mich die schlimmsten Sündungen, weil das Grüsch gekommen ist. Ja, ich habe es einfach geliebt. Und
so bin ich auch drin. Okay. Ja, und so, also, so hat es, glaube ich, angefangen. Und ich habe das Glück gehabt, eigentlich, dass meine Eltern auch ziemlich offen gewesen sind, mit mir Sachen zu ausprobieren. Und ich glaube, als ich 4 war, hat er mal eine Go-Kart-Demo gemacht. Und ich wollte das unbedingt machen, unbedingt fahren. Aha. Und bin zu klein gewesen. Und dann hat er mich so auf die Knie genommen und sind wir ein bisschen rumgefahren. Und das habe ich cool gefunden, aber ich wollte unbedingt alleine fahren. Und dann hat er gesagt, okay, also ich habe ihn, glaube ich, so genervt an dem Tag, dass er gesagt hat, okay, wenn ich etwas grösser bin, komme ich vielleicht einen Go-Kart über. Und ich so, ja, okay, cool. So jeden Monat habe ich gesagt, ich bin ein bisschen gewachsen, sind wir zum Go-Kart-Händler gegangen und dann irgendwie eines Tages, wo ich 7 war, ist endlich mal ein Go-Kart daheim gewesen. Und so hat es eigentlich angefangen. Also ich habe irgendwie Autos immer cool gefunden und ja, Formel 1 im Fernsehen ist immer etwas, was ich mega cool gefunden habe. Und das ist dann irgendwie so drinnen geblieben. Ja. Das ist unglaublich, weil jetzt lange ganz, ganz tiefe Klischeekisten rein, aber es ist doch eigentlich immer noch ein bisschen so, dass man das von einem Mädchen nicht erwarten würde. Also ich habe es selber umgekehrt erlebt, ich habe zum Beispiel nie geshootet. Ich habe geshootet schrecklichst gefunden. Ich wollte Journalist werden, wenn ich gross bin, wie du Autorennfahrer wollte werden. Und habe immer ein Heftchen gemacht und Sachen geschrieben und so weiter. Und habe mich immer rechtfertigen, dass ich nicht dort shoote, weil ich das einfach nicht lässig gefunden habe. Hast du dich umgekehrt nie rechtfertigen, dass du als Mädchen in einem Go-Kart drinnen hockst? Nicht wirklich. Also ich bin eh der Typ gewesen, wo mir mit Autos auch gespielt haben. So Puppen sind bei mir nicht so... Nein, ich hatte kein Baby, kein Babys. Nein, ich hatte wirklich nicht. Also, es ist wirklich mehr also um Auto. Autos habe ich irgendwie cooler gefunden. Und also das habe ich eigentlich nie das Gefühl gehabt. Also ich habe also einfach gemacht und ich habe mich auch, eben auch nie wirklich... Also ich habe einfach gedacht, ich bin Rennfahrer. Ich gehe Go-Kart fahren. Aha. Und nie wirklich die Differenz eigentlich, vor allem als ich jung war, habe ich das nie gemacht. Als ich dann älter wurde, bin klar, ist das mehr aufmerksam geworden, weil eben, ich bin Indycar gefahren, bin die Einzige, die dann 2 Jahre gefahren ist und in allen Kategorien bin ich meistens die Einzige gewesen. So von dem her merkst du es schon, aber ich glaube, als Kind ist das dir gar nicht so bewusst. Finde ich eben auch schön. Und deine Eltern haben dich wahrscheinlich auch nie gepusht, oder? Die haben dir nie gesagt, spiel doch ein bisschen mit Babykind. Ja, also meine Eltern waren wirklich also cool gewesen von dem. Also sie haben wirklich mir alles eigentlich, was ich wollte machen. Tennis wollen spielen, Skifahren und so. Dann haben sie das alles ausprobieren und sie waren eigentlich ziemlich offen gewesen mit was ich wollte machen und eigentlich auch dahinter gestanden. Also wenn ich gesagt habe, hey, ich möchte das gerne mal ausprobieren, ist meine Mami halt auch zum Fußballplatz mal gegangen, zum Fußball spielen. Also, du hast auch geshootet? Ja, ich habe auch geshootet, als ich ganz klein war. Ja, genau. Leck du mir. Ja, und meine, deine Eltern haben das riesen Vertrauen gehabt in dich. Du bist 17, als du in die USA gegangen bist. Du hast so erste Rennerfahrungen ab 15 gemacht in Italien. Und dann hast du dann irgendwann gemerkt, oh, das kostet alles ganz viel Geld. Das finde ich noch verrückt. Da muss man ja Geld mitbringen im Autorennsport, wenn man etwas will erreichen, oder? Ja, also es ist ein schwerer Sport, dass du wirklich abhängig bist von Leuten, die dich eigentlich unterstützen. Mhm. Und das Problem im Rennsport ist, dass es schon etwas wo ist, wo viel Geld kostet. Ja. Und glücklicherweise in meiner Karriere habe ich viele Leute gefunden, wo eigentlich meinen Traum eigentlich haben wollen verfolgen und mir da eigentlich in den jungen Jahren auch ganz gut unterstützt haben. Mhm. Und ja, meine Eltern haben schon das Vertrauen gehabt. Also, ich glaube auch von ganz jung, wenn ich so meine Fotos von 7 anschaue mit meinem grossen Helm und dass sie mich einfach so auf die Strecke wegschicken. Krass, alleine. Also, das finde ich irgendwie noch krassere eigentlich, das gesehen. Ja. Wenn man sieht, Eltern, die wenn die Kinder auf dem Dreirad wählen sind, völlig Panik haben. Und du kannst einfach in ein Auto hocken, Helm anlegen und also ich glaube, wenn ich Kinder hätte, würde ich ganz panisch irgendwie aussehen. Also ich weiß nicht, ob das dann ändern, wenn es deine Kinder. Aber wenn ich so sehe, dann denke ich, oh, das könnte ja noch gefährlich sein. Aber eben, ich glaube, das ändert sich dann. Aber ja, meine Eltern sind eigentlich voll easy gewesen und haben wirklich volles Vertrauen in mich gehabt. Und das ist eigentlich auch cool, ja. Ja, eben. Und dann bist du zuerst auf Italien in sehr jungen Jahren und dann bist du mit 17 in den USA. Und hast gesagt, ich mache jetzt dort meine Rennsportkarriere, weil du einen guten Sponsor gefunden hast, der dir gesagt hat, ich unterstütze dich. Und dann haben deine Eltern mit 17, also das ist mit dem Teenageralter, müssen sagen, okay, jetzt geht das Mädchen halt auf Amerika. Ist das so easy gegangen? Nein, also easy ist es nicht gewesen. Es ist schon, also ich finde, eine ziemlich krasse Entscheidung, die man haben. Also vor allem, also Schule ist auch immer wichtig gewesen und so. Und, aber es ist wirklich... Du hast die Schule abgebrochen dann? Ja, also ich habe die obligatorische Schule habe fertig und ich war im zweiten Jahr von der Matura eigentlich gewesen. Ja, es hätte etwas rechts können werden, das dir eigentlich. Ja, genau. So, etwas anderes. Zum Glück ist die andere Sache auch noch gut gegangen. Aber es ist so, wir sind wirklich an dem Zeitpunkt gewesen, so okay, entweder oder. Und das ist wirklich, also
Ich habe 10 Jahre im Go-Kart eingesteckt und schon ein Jahr in Formel Renault in Italien. Und dann war das einfach so der Punkt gewesen, so, okay, wenn es noch weiter gehen soll, ist das wirklich die einzige Chance. Ja. Und also so früh im Leben hast du schon entscheiden, wann dann jetzt. Genau. Das ist krass eigentlich. Ja, also so zurückdenken schon. Ja. Aber im Moment bist du so, also vor allem für mich, ich habe gewusst, okay, ich kann noch ein Jahr in einem Rennauto hocken. Und das ist dann so, okay, ich will es machen. Und eben, meine Eltern sind mit mir überall geflogen zum Team. Und das Team war dort in Indianapolis. Gewesen. Und es war ein italienisches Team. So habe ich eigentlich von der Sprache her ist nicht so ganz... Du hast italienisches Blut in dir, oder? Genau, ich kann italienisches Blut in mir. Das kann ich und so. Und dann ist das eigentlich so gewesen. Und dann bin ich übergegangen. Und ja, ich glaube, es ist die... richtige Entscheidung war. Ja. Wie muss ich mir das vorstellen? 17, junge Frau, sehr junge Frau, in einem Männersport, wahrscheinlich umgeben von lauter Männern, da wird es nicht viele Frauen um dich herum gehabt haben. Wie war das Leben dort in den USA? Ja, also wie ich es kenne, eben seit ich irgendwie Go-Kart fahre, kenne ich das, also an der Rennstrecke sein, also mit den anderen Fahrern und so, mit den Teams und so, das kennst du, du wachst ja auf mit den Sachen, also vom Go-Kart, einfach, dass Teams grösser werden und so. Und ja, ich bin eigentlich dort gewesen und habe dort gelebt, mit dem Team eigentlich, so wirklich so voll, also eigentlich integriert und habe auch vieles gelernt, also ich habe dann auch am Nachmittag an der Rennauto rumgeschaut, weil dann das auch ein Beschäftigung war. Und auf einer Seite ist das auch noch cool, weil du lernst, auch ein wie das alles funktioniert und verbringst eigentlich viel Zeit mit dem Rennauto, mit dem Team, wo auch dann die Sachen erklärt, wie das Auto eigentlich funktioniert. Und ich finde, das bringt ja schon noch viel. Aber es gibt ja auch noch das Leben neben dem Auto. Also du wirst ja nicht mit dem Auto noch geschlafen haben, aber sondern wirst ja irgendwann mal in den Ausgang. Ja, ich hätte fast im Fall. So zusammen sein. Ja. Ich bin schon ziemlich committed gewesen. Also, ist wirklich, also Rennfahren ist wirklich... aber so ein Ausgang, weißt du? Und irgendwie eine beste Freundin, die tratschen und all das, hast du das gehabt in der Stadt? Ja, also nicht wirklich, nein, weil alle meine Freunde sind eigentlich da, also wo ich aufgewachsen bin. Und gerade, also du lernst mega viele Leute kennen, das ist ja auch etwas, was, ich glaube, im Leben also positiv ist. Also ich kann, glaube, überall auf dem Globus kenne ich jemanden. Aber eben, du, ja, es ist schon ein bisschen, ich würde sagen, einsames Leben, weil du musst ein bisschen durchkämpfen und deinen Weg gehen. Aber für mich ist mein Weg eigentlich, ich habe ziemlich früh entschieden, okay, ich will das machen. Und ich habe das Glück gehabt, dass meine Karriere eigentlich von dem her immer weitergegangen ist. Und Rennen fahren ist wirklich, was ich liebe. Und ich habe das Glück, also ich habe immer gedacht, okay, ich habe das Glück, das zu machen jetzt, dass ich es wirklich das Beste daraus mache. Ja. Das ist super. Du hast auch nie, jetzt bist du 32, das Gefühl, meine Jugend, die habe ich irgendwie verpasst. Ich habe irgendetwas nicht gehabt, was andere Menschen haben, was wir voraus haben. Ja, also ich glaube, das kommt immer dann, so ein Gedanke, dann ab kommt und schon. Zu. Also kommt schon. Also, ich will nicht was sagen, hast du verpasst? Es ist nicht einmal ein Verpassen, aber du merkst einfach so, dass wenn ich meine Freunde sehe und so, die haben einfach einen anderen Umgang mit den Kollegen und so. Also es ist Kurat inzwischen, genau, ein Kind, baut wahrscheinlich langsam Häuser. Ja, so Sachen. Aber eben, und ich habe eine Karriere halt im Rennsport. Und ich will nicht sagen, verpasst, aber klar bin ich aufgewachsen ganz anders wie all die Leute, die ich eigentlich kenne. Und, was würde dir am meisten fehlen, wenn du jetzt müsstest sagen, okay, der Teil vom Leben, der fehlt mir? Ich glaube, die Freiheit einfach so, dass, also ich glaube, was ich so gemerkt habe, also ich bin eben immer fokussiert, ich kann nie wirklich gehen. Also es ist immer so ein bisschen... Du bist immer unter Spannung. Ja, also schon ein bisschen, weil du weißt, du hast eine Chance, zu etwas erreichen und zu etwas daraus machen und die Chance ist da, so bist du schon immer so drauf gepolt. Und ja, vielleicht einfach mal, eben, wenn ich so Kollegen habe, die die Schule abgeschlossen haben, dann einfach mal reisen und einfach mal sein. Das ist so mehr so ein bisschen sein, so mal können zu abschalten und einfach Zeit für dich wirklich nehmen. Ich glaub, hast du mal Party gemacht im Leben? Ja. Und so richtig abgestürzt und so? Ja, klar, ist das schon ab und zu, aber ich könnte es vielleicht irgendwie 5-mal auf meiner Hand zählen. Also es wäre nicht jedes Wochenende gewesen, wie die meisten von meinen Freunden, ja. Du stehst manchmal, man sieht das auf dem einen Bild, auch mit so einer Champagnerflasche, genau, das muss man dann auch machen, das muss man dann beim Auto rennen, dann muss man das Champagner im Zeug anspritzen. Ja. Gibt es denn dann nachher ein Fest mit dem Champagner? Oder was meistens, läuft? Ja. Ah, das gibt es dann schon, das gibt's schon. Das gibt es schon. Also im Team und so, das ist ja wirklich eine grosse Familie, wie man reisen. Ja. Also wirklich, das
das wird ja eigentlich deine zweite Familie, weil du verbringst so viel Zeit mit denen. Mhm. Und eben, auch das Coole, also im Rennsport, alle arbeiten in die gleiche Direktion zum Gewinnen. Und wenn du endlich mal vorne bist und Champagner gibt, dann ist schon ein Fest, ja. Mhm. Du bist bei den Indycars gefahren. Das ist die höchste Klasse in den Vereinigten Staaten. Da kann man vergleichen mit der Formel 1 da bei uns. Eigentlich eine gewaltige Leistung, die du erreicht hast. Und du bist dort innen ganz lang gewesen und du hast dich auch nicht behaupten. Warum hast du dich nicht behaupten? Was hat es gebraucht? Also ich glaube, also ich habe mega viel gelernt eigentlich auf dem Jahr, bis ich eigentlich in die Indycar-Serie gekommen bin. Warum es gut? Also ich weiß, dass ich ein Auto fahren und also ich kann ja gut, nicht, ich kann Auto fahren, ich weiss, aber ich kann Auto fahren also es ist, ich weiß nicht, ich habe wirklich für das eigentlich geschafft und die Kategorien funktionieren eben so und ich habe das Glück dann die Chance überkommen, wirklich in Indycar zu fahren. Das sagt man als Sportlerin gut, aber sag jetzt mal, was sind deine Charaktereigenschaften, die das ausmachen? Schwierig zu sagen. Ich glaube, was mir... Jetzt hast du Chance, dich mal zu beschreiben. Genau, also ich glaube, dass ich... Wenn du das Partner ins Rad aufgeben würdest auf Tinder, wie würde das heißen? Nein, das ist sehr, wie sagt man, Perseverance auf Englisch. Und auf Deutsch ja, würde es dann heissen, warte jetzt, ist genau eins von den Wörtern, wo man nicht in den Sinn kommt. Mir auch nicht. Ja. Beständigkeit. Ja, genau. Also ich glaube, warum ich so lange in die Indycar fahren und so, ist, dass ich wirklich, also ich habe nie aufgegeben. Manchmal ist es schwierig gewesen, also es hat Saison gehabt, wo wirklich also blöd gelaufen sind und nichts war, aber ich kann immer weiter wollen, also immer besser wollen werden und ich glaube, darum fahre ich auch heute noch Rennauto und einfach wirklich dran bleiben. Das ist schon, glaube ich, ein Charaktereinigkeit, die auch ein zu mir wirklich steht. Ja. Auch bei schlimmen Rückschlägen. Du hast nämlich zwei ganz brutale Unfälle erlebt. Ja. Aber mindestens zwei. Das ist noch andere, aber so die zwei schlimmsten sind in Amerika passiert. 2010 der erste, wo es dich verschnetzelt hat und du nachher, also dein Auto hat angefangen zu brennen und du bist irgendwie wie? Ich weiß auch nicht genau, wie sagt man, nicht Phönix aus der Asche, aber du bist einfach aus dem Auto gestiegen und dir ist praktisch nichts passiert dort. Ja. Aber ist das ein Weckruf gewesen für dich dort? Weißt du, so das Bewusstwerden, upsla, es könnte ein bisschen gefährlich sein, was ich da mache? Ja, also klar, also die zwei Unfälle, die ich in Indy hatte, also vor allem noch die zweite. Der zweite 2011. Noch ein bisschen schlimmer gewesen, aber... komme ich nachher. Genau, also es ist so, ja, also... Es ist so ein bisschen ein Reality-Check, ganz ehrlich. Ich glaube, als Rennfahrer oder Rennfahrerin bist du so in deinem Element hinein und so in dem Ding, so, du kontrollierst ja eigentlich das Auto und als Rennfahrer ist das Ziel, dass die Maschine am Limit zu bewegen. Ja. Und manchmal geht es halt über das Limit. Und klar, wenn so etwas Extremes passiert mit Feuer und du dir doch ein bisschen weh machst, dann ist schon ein bisschen... Ja, du musst schon darüber nachdenken. Und eben, der zweite Unfall... Das war ja brutal. Also dort bist du ja in den Mauer reingefahren. Ja. Und zwar, weil die Hinterradaufhängung plötzlich versagt hat. Und du, dem Auto musst können, vertrauen. Und du hast vorher gesagt, du beherrschst das Auto. Genau. Dann hat das Auto dich beherrscht. Also das war ein Moment, wo man den Glauben verlieren in den Sport. Ja, oder? Voll. Also, also 2011 ist das in Indien. Ja, 19. Mai. Genau, im Mai. Für die Quali, also vor dem Quali für Indy 500. Und das ist schon ziemlich krass, weil eben, es ist etwas gebrochen. Also Geschwindigkeit ist, glaube ich, 340 Kilometer pro Stunde. Und eben dann verlierst du wirklich Kontrolle. Du hast gespürt, dahin ist jetzt etwas kaputt. Es ist einfach gebrochen und dann hast du keine Kontrolle mehr. Also erzähl mal, was passiert in dem Moment, wo du checkst, okay, die Räder haben nicht mehr dahinter? Ja, also ich bin eben in die Kurve gegangen und dann hat es einfach gegangen und dann auf einmal bin ich am Fliegen gewesen. Und siehst du eine Mauer vor dir? Ja, das siehst du. Du hast eigentlich meistens auf Staugen zu, wenn so etwas passiert. Okay, ja. Also du hockst dann und denkst einfach, lief Gott macht, dass es gut kommt. Oh-Shit-Moment, ja, und dann bist du so einfach die Augen zu und dann, ganz ehrlich, du tust gar nicht viel denken, also hoffst einfach, dass es so schnell wie möglich stoppt und als sie gestoppt haben, habe ich gemerkt, okay, dass ich verkehrt rum das Feuer ist und in dem Moment ist es einfach schwierig, weil du nicht, also probierst es rauszugehen, aber es ist mega heiß und so und zum Glück ist eigentlich es brennt einfach rund um dich herum, oder? Ja, genau, und die Safety-Crew ist eigentlich ziemlich schnell gekommen und das hat mich dann... Es ist knapp eine Minute gegangen, bis die Achse sind. Das ist lang. Also wenn es brennt um dich um eine Minute, kannst du also locker verbrutzeln, oder? Das ist wirklich nicht gut, ja. Hast du in dem Moment etwas gedacht oder bist du einfach unter Schock? Oder was passiert da? Du probierst einfach zu rauszukommen. Das ist ja eigentlich... Also du hast so deinen Survival-Instinkt. Und dann merkst du aber, also bei mir war es ein bisschen schwieriger gewesen und dann
sind sie aber dann gekommen und dann mit dem Feuerlöscher ist das alles dann ein bisschen kühler geworden und dann habe ich eben gemerkt, dass jemand da ist und dann konnte ich gut aufmachen und dann bin ich wirklich gerade rausgezogen worden. Und ja, also es ist schon extrem und ich weiss noch, ich bin aus dem Auto und habe gesagt, ich fahre nie mehr Rennauto, weil das wirklich so war. Das okay. Kann man vorstellen, genau, ja. Genau, es ist so, nein, also das bringt es nicht und eben, das ist schon mental schwierig, weil du also, denkst du nicht an so Sachen. Mhm. Du fährst und du bist in dem Element und du schon. Und wenn so, so etwas passiert, merkst du, okay, es kann schon noch, wenn etwas wirklich schief läuft, dann können es wirklich nicht so gut enden. Und du hast dich auch recht verbrannt. Also, genau, jetzt hast du eine Verbrennung zweiten Grades auf deiner Hand und bist gestört genug gewesen, um zwei Tage später. Also, du hast dich dann qualifiziert mit dem Auto. Genau. Und hast dann nachher am Rennen teilnehmen. Also, ein normaler Mensch würde sagen, okay, jetzt habe ich, glaube etwas Gröberes erlebt. Vielleicht nicht so gescheit wieder ins Auto einsteigen. Ich erhole mich zuerst und meine Hände verheilen. Und du bist mit einem dicken Verband nachher ins Auto hineingekommen. Ja, bin ich. Also, das ist eben, da bin ich crazy. Einfach für mich war es so, also meine Mutter hat dort auch mega viel Einfluss gehabt, weil sie sind eigentlich meine Eltern auf dem Weg gewesen und sie hat mir gesagt, okay, hey, schau, wenn, sie ist auch ein bisschen die ängstliche Person eigentlich eher gewesen, also zwischen meinem Vater und sie. Und das ist Mutter ängstlicher gewesen? Genau, sie hat sie immer auch dich nachher ins Auto. Ja, und eben, und weil, ich glaube, weil sie mir das gesagt hat, also mein Vater hat gesagt, ja, wenn du willst aufhören, ist gut. Aber sie hat gesagt, ja, musst es doch nochmal probieren und so. Und weil sie es gesagt hat, habe ich gedacht, ja, okay, muss ich. Und dann habe ich mir einfach selber gesagt, schau, wenn ich ins Auto gehe und Angst habe, dann, okay, dann weiss ich, ich habe es wenigstens probiert. Mhm. Und es ist ja wie wieder aufs Pferd steigen, weil du musst einfach so schnell wie möglich. Und ich habe gewusst, wenn ich länger warte, dann wird es noch härter sein zu verarbeiten und so. Und ja, die Ärzte haben wirklich eigentlich mega gute Verband gemacht und so. Und das Team hat auch ein ganz neues Auto innerhalb einem Tag wieder aufgebaut. Und dann sind wir, es ist am Donnerstag passiert und am Samstag haben wir das Auto qualifiziert. So, das ist wirklich ziemlich, also emotional ist so wirklich so zwei Extreme gewesen. Aber im Nachhinein musst du sagen, ich lege Gaga. Nein, schau mir zusammen das Bild. Sie wohnen mit einbandagierten Händen. Ja. Es ist ja schon ein bisschen, also speziell. Ja, aber weißt, wenn du dein ganzes Leben für das schaffst, also wirklich, und an dem Punkt kommst, dann musst du einfach irgendwie nochmal probieren, weil sonst, du bist, also ich bin Rennfahrer, das ist, was ich mache. Das ist mein Leben. Ja, genau. Ja. Und dann kommst du zu dem Punkt und dann ist es auch einfach. Du musst dir einfach sagen, schau, probierst es und wenn du noch Spass daran hast, dann musst du durcharbeiten, weil es ist schon ein Prozess nachher, das alles zu verarbeiten und so. Und du musst auch dann Kraft haben, das zu machen, also zu können machen. Und das merkst du dann. Wenn kein Spass mehr dran ist, dann kannst du auch irgendwie das Kapitel dann schliessen, würde ich mal sagen. Und du hast nie Nachwehen gehabt? Doch, also nachher habe ich schon sicher ein gutes Jahr gebraucht, um wirklich also zu vertrauen. Wenn das brauchst du wieder, genau, zu vertrauen, genau. Genau, also eben, es ist ja meistens, wenn du ein Zeichen machst, dann weißt du, okay, das mache ich jetzt nicht mehr. Also dann bist du selber, aber wenn etwas bricht, das ist noch schwierig, weil eben, du bist in einem Rennauto und es hat auch von dem das ganze Vertrauen, das ist wirklich, also wenn ein Mech das Rädchen nicht richtig her tut, es ist wirklich ein Full, also Confidence, wo du alle zusammen musst bringen und ins Auto haben und das nimmt schon ein bisschen Zeit, das ist nicht weg so innerhalb von zwei Stunden. Nein. Wie hast du das gemacht? Hast du eine Therapie gemacht? Ja, also mit einem Mentaltrainer eigentlich ziemlich viel Arbeit, also ich tue auch sonst so arbeiten, aber für so Sachen hilft dann schon noch jemand zu haben, um das wirklich so ein bisschen ausschütten und etwas Neutrales zu haben. Ja. Was hast du gelernt über dich in dieser Zeit? Ja, eben, dass ich auch schon ein bisschen stur bin. Und dass ich stur bin und dass ich schon also an mich glaube und mir die Chance auch gibt. Ich glaube, das Größte ist nicht zu aufgeben, wenn es Rückschläge findet. Und ich glaube, die Sache, die dort mal passiert ist, hat mir auch nachher geholfen, dass sie irgendwie auch immer noch irgendwie weitergeht. Ja. Du bist ja dann weitergegangen. Amerika war irgendwann abgeschlossen gewesen. Du hast dann in die Formel 1 einsteigen, bist bei Sauber gewesen, hast getestet und am Schluss ist das gescheitert. Du wolltest in eine Formel 1-Karriere hocken. Genau. Und wegen Geld hat es nicht ganz klappen können. Weiter wegen Geld. Das ist schon immer das Geldthema ein bisschen. Ja, klar. Also, das ist bewusst. Heutzutage hat sich eben der Rennsport ganz fest verändert. Ja. Leider. Es kostet viel Geld und du brauchst einfach die Sponsoren und Leute hinter dir und vor allem. Aber jetzt haben wir dich stur, ehrgeizig, geht durch alles durch, kann in einer Formel-1-Karre hocken und sagt, jetzt habe ich quasi wirklich die Spitzen erreicht, das, was jeder Rennfahrer will. Ja.
und dann scheitert es wegen Geld. Hat dir das nicht ein bisschen angeschissen? Ja, voll. Es also ist mega nicht einfach. Ich glaube, das ist ja fast noch schwer, also noch schwer wie irgendetwas anderes, weil es etwas ist, was du nicht kannst kontrollieren kannst. Also, ich habe wirklich mega trainiert, ich habe wirklich alles gegeben. Die Testfahrten sind eigentlich wirklich gut gegangen. Mhm. Aber leider habe ich nicht so viel Geld auf der Bank gehabt oder einen Sponsor oder irgend so. Also eben, es ist etwas, was du nicht kannst kontrollieren, außer eben, du hast wirklich viele Leute um dich, wo die Summen auch herbringen. Und ja, also nachdem dass das gescheitert ist, ist das wirklich auch, ist wieder so ein Punkt gewesen, so, okay, was mache ich jetzt? Weil, ja. Eben, Sponsorengelder habe ich nicht so wirklich gehabt und es ist, ich habe auch gewusst, okay, es könnte sein, dass ich jetzt nie mehr ein Rennauto fahre. Ja, ja. Und zum Glück habe ich dann irgendwie an jeden Mann geläutet, wo man geholfen hat früher. Und es hat ein paar Leute wie der Freddy Lienhardt, der hier in der Schweiz ist, der auch ein Auto von mir gekauft hat, hat gesagt, ja komm, ich helfe. Und ein paar Leute gefunden. Ich habe ein bisschen Geld gefunden und konnte zwei Rennen in Amerika wieder IndyCar fahren, die eigentlich ziemlich gut gelaufen sind. Ja. So eine Einstieg in die Formel 1? Ah, in die Formel 1, das sind, ja, ich würde sagen, so um die 10 Millionen ungefähr. What? Ja, da muss man echt viel Geld mitbringen. Mama mia! Ja, ja, also, und bei Indy? Ja, das kostet eigentlich auch unterschiedlich. Es gibt Teams, aber wo... auch ein paar Millionen. Ja, es ist immer so in der. Also Freddy Lienhardt und Kollegen nein, haben ein paar Millionen zusammen. Nein, das nicht. Also wir haben nur für zwei Rennen haben wir eigentlich wir haben ein gutes Team gefunden, wo eigentlich wir einen guten Deal gemacht haben. So, sind wir eigentlich mit nicht viel an die zwei Rennen gekommen und die sind eigentlich ziemlich gut gelaufen. Und durch das habe ich dann einen Sponsor gefunden wieder in Amerika und dann bin ich in die Formel E so gekommen. So, so, das war wirklich so ein Zeitpunkt wieder gewesen, wo ich zum Glück Leute gefunden habe, wo mir nochmal einen Schub gegeben und ein bisschen Geld zusammengekratzt haben und die zwei Rennen gefahren. Ja. Und nachher bist du noch in Australien gewesen, hast dort den Bathurst gemacht, ein verrücktes Rennen über 1000 Kilometer. Genau. Durch das australische Outback, ganz eine verrückte Zeit. Und dann hat man dich letztes Jahr präsentiert als neue Extreme E-Fahrerin. Ja. Das ist also quasi das krasseste von der Formel E. Elektroauto, wo dann wirklich über Stock und Steig und in Grönland oder einen ganz verrückten Ort. Grosse Ankündigung. Ja. Und plötzlich bist du immer noch da, weil du müsstest jetzt eigentlich Rennen fahren. Senegal wäre jetzt gerade auf dem Programm, Saudi-Arabien. Was machst du da in der Schweiz? Wieso fährt nicht Extreme E? Ja, also Extreme E hat leider eigentlich das Jahr eigentlich nicht geklappt. Es sind am Anfang so Diskussionen gewesen, aber eben, ich bin jetzt Porsche-Werksfahrerin seit letztes Jahr. Festangestellt bei Porsche? Genau. Und als erste Frau? Genau. Das ist ziemlich lässig, oder? Ja, ist mega cool. Also, ist wirklich, also Extreme E haben wir jetzt abgehandelt. Das ist momentan ab, ja, momentan ist das abgehackt. aber eben, weil ich mit Porsche bin und kann ganz viele Einsätze im GT-Programm mit denen und auch in der Formel E, in der ganzen Entwicklung. So, für mich als Rennfahrer ist das also mega cool, weil eben für einen Hersteller zu fahren, für Porsche, ist wirklich etwas Spezielles. Also die haben so viel erreicht im Rennsport und dort dabei zu sein, ist schon cool. Du bist etwas wie die erste Bundesrätin von der Schweiz. Oder? Du könntest, du könntest wirklich so ein leuchtendes, strahlendes Vorbild sein für alle Frauen. Und niemand weiss so richtig, dass du die Erste bist an ganz vielen Orten. Ja, wieso machst du nicht mehr aus dem? Ja, ich bin dran. Ehrlich? Ja, ich bin dran. Mir fällt auf, dass jetzt heute x-mal von dir als Rennfahrer geredet. Ja. Also dort finde ich es ja, du bist eine Rennfahrerin. Ja, oder ist dir das völlig schnuppe, dass du dir die männliche Form brauchst? Für mich ist eben, ich sage am Schluss, haben wir alle den Helm an und der, der am schnellsten ist, gönnt. Und klar bin ich Frau. Aber für mich ist das eben nie ein Aushängeding. Für mich ist, ich will das Resultat haben, ich will Rennen gönnen und dann, ja klar, bin ich eine Frau. Und ich finde, das sollte ja auch in der Gesellschaft eigentlich so sein. Selbstverständlich eigentlich. Und klar ist es noch nicht so. Und hoffen wir so, eben in meinem Sportart, was cool ist, wirklich, dass es wurscht, ob du Mann oder Frau bist, am Schluss. Die, die gönnt oder der, der gönnt, hat die Glory. Und wir sind alle auf dem Level Plainfield. Aber eben, es nimmt auch ein bisschen Zeit, um dort herzukommen. Und für mich ist es auch wichtig, also ich bin immer zu dem auch gestanden, dass eben, was ich auf der Rennstrecke zuerst mache, wichtig ist. Ja. Wichtiger als, dass du eine Feministin bist, zum Beispiel. Genau, ja. Würdest du dich als Feministin bezeichnen? Nein. Also doch, es hat schon Sachen, wo ich denke, dass wir müssen Sachen ändern. Und ich glaube, wenn ich in meiner Karriere auch schaue, eben kann zeigen, dass ich schnell bin und so. Und ich bin jetzt 32 und jetzt kommen erst die Chancen, zum Beispiel bei Porsche zu sein und so. Und wenn ich vor 10 Jahren
bin ich ein Indycar-Podium gefahren, aber warum sind dort mal zum Beispiel nicht die grossen Teams auf mich zugekommen und so. Und das hat sich geändert, aber es hat jetzt 10 Jahre gebraucht, dass es sich ändert. Und ja, das sind wichtige Sachen, dass man wirklich das also bringen, aber ich will jetzt nicht da herstellen, oh, das ist unfair oder so und so. Ich will einfach meinen Weg machen und es zeigt auch, dass es jetzt kommt. Ja. Und jetzt darfst du durchschnaufen. Genau. Leckerst du eine Energie, das ist unglaublich. Simona Silvestro, ganz, ganz toll, dass du bei mir warst. Danke. Wir haben viele Menschen erlebt. Danke vielmals. Nächste Menschenrohr in einer Woche auf dem Kanal. Tschüss zusammen, schönen Abend.